In seinem neuen Buch hat Autor Holger Frerichs die Geschichte der jüdischen Familie Schwabe-Balewin aus Varel aufgeschrieben, die vor den Nazis in die USA flüchtete. Was es mit der Geschichte Schwabe auf sich hat, erklärt er im Interview. Kurz zusammenfassend, worum geht es eigentlich in dem Buch? Im Buch geht es um die Familiengeschichte der Familie Schwabe, oder wie sie zuletzt hieß, Schwabe-Balewin, eine der ältesten Familien in jüdischer Familie in Varel, die über 7 Generationen ansässig gewesen ist und deren letzte Vertreter von den Nationalsozialisten 1938 vertrieben wurde. Okay, warum gerade die Familie Schwabe? Die hat schon eine besondere Bedeutung, einmal, wie ich schon sagte, aufgrund der Geschichte in Varel. Zudem der vorletzte Vertreter der Familie, Gustav Schwabe-Balewin, fast ein halbes Jahrhundert Vorsitzender der Synagogengemeinde gewesen. Die Familie hat sich in wohltätigen Stiftungen sehr engagiert, haben ein großes, gutgehendes Kaufhaus in Farbe gehabt, was also weit über Farbe hinaus auch bekannt gewesen ist. Und der Gustav Schwabe-Balewin war zum Beispiel auch ein bekannter Vertreter der zionistischen Bewegung. Du bist ja das Buch auch Teil der Erinnerungskultur hier in Varel. Wie steht es Ihrer Meinung nach um die Erinnerungskultur hier in Varel? Also mittlerweile seit einigen Jahren, muss ich sagen, ist da doch ein stetes Wachstum zu beobachten. Also eine gewisse Kontinuität, drückt sich unter anderem aus in regelmäßiger Berichterstattung in der Presse, in Online-Beiträgen, die jetzt hier veröffentlicht werden, vor allem auch in den Gedenktafeln, die wir mittlerweile in Varel haben, insgesamt 4. Finden Veranstaltungen statt, Zusammenarbeit mit anderen Initiativen, aber das hat sich ganz gut entwickelt.